Kaum zu glauben, aber dieses Hotel befindet sich mitten in Bangkok. Das neue Mövenpick BDMS Wellness Resort ist ein ideales Refugium für Stadtentdecker, die Ruhe wollen. Wir liegen mitten am Stadtpark drin. Das ist fast wie ein Wien, nicht? Stadtpark. Und haben da ein wunderschönes Hotel mit 293 Zimmern. Und jedes Zimmer hat einen Balkon, sieht auf den Garten und den Pool raus. Besonders angenehm ist das Bett in den höheren Zimmerkategorien. Diese Fernbedienung ist nicht für den Fernseher, sondern fürs Bett. Wenn Sie gerne hart schlafen und Ihr Partner lieber Softmatratze, dann sind die Probleme vorbei. Dann stellt der Partner Soft ein und Sie spielen hart ein. Und damit sich die Rückenschmerzen gar nicht erst einstellen, gibt es auch Yogamatten in den Zimmern. Kulinarisch lässt das Mövenpick keine Wünsche offen. Wir haben ein Frühstücksbuffet, das sowohl für den asiatischen wie auch der europäische Markt ausgerichtet ist. Natürlich mit dem Birchermüsli von der Lebensschweiz, das auch die Asiaten gerne essen. Sehr schweizerisch haben wir jeden Tag um 5 Uhr nachmittags frei für unsere Gäste eine Chocolate Hour. Wer noch immer nicht satt ist, wird garantiert im Café mit Aussicht zufriedengestellt. Schweizer Brot. Bangkok hat den Riesenvorteil, dass es ein absolutes Überangebot an Luxushotels hat. Eines unserer Haus- und Hofhotels, das Anantara Riverside, liegt sensationell und kostet gerade mal 60, 70 Euro pro Person pro Nacht inklusive Frühstück. Mit Riverview, das ist natürlich perfekt. Das Mozarthorn ist ein cooles Hotel für Stadtentdecker. Es liegt direkt am Skytrain und ist daher ein guter Ausgangspunkt für Ausflüge. Die Zimmer sind behaglich ausgestattet und bieten aufregende Ausblicke auf die Skyline. Das Frühstück ist absolut okay. Nach meinem Bangkok-Trip lasse ich den Tag relaxed an der Bar ausklingen. Hier im 11. Stock befindet sich die Poolbar. Herrliche Ausblicke auf die Metropole Bangkok und dennoch ein Plätzchen zum Relaxen. Als krönenden Abschluss eines jeden Thailand-Urlaubes würde ich definitiv den Aufenthalt an einer der herrlichen Strände im Süden von Thailand empfehlen. Allen voran zum Beispiel die Region Khao Lak mit unzähligen Hotels, Infrastruktur. Man kann rausgehen am Abend, Restaurants, shoppen, wunderbare, palmengesäumte, lange Sandstrände. Eine besonders feine Adresse ist das Sarojin Resort in Khao Lak.